willkommen, liebe Gartenschlauen Freundinnen und Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gartenschlau.com, dem Gartenkanal hier auf YouTube. Und wie ihr seht, es ist sehr grün in der heutigen Folge. Und wie ihr auch vielleicht sehen könnt, aber leider nicht riechen könnt, ist es eine Folge über Basilikum. Ihr wisst, Anfang des Jahres habe ich mit dem Thema das Jahr des Basilikums angefangen. Hier seht ihr einen Teil des Basilikums, der bei mir auf der Terrasse wächst. Und ich dachte, ich bringe euch einfach mal ein bisschen ein Update, wie sich der entwickelt hat und wie jetzt so die weitere Vorgehensweise ist. Ich bin jetzt momentan draußen, es hat schon wieder an die 30 Grad, die Sonne brennt wieder runter wie verrückt. Und da dachte ich mir, die Zeit nutze ich einmal, um Videos zu machen und andererseits die Basilikumkästen etwas auszuputzen. Im Hintergrund steht auch noch ein Basilikumkasten, einfach mal um die Vielfalt darzustellen und natürlich euch zu zeigen, dass egal welche Basilikumsorte ihr habt, die Pflege an sich die gleiche ist oder ziemlich genau die gleiche. Hier in diesem Kasten haben wir unterschiedliche Basilikumsorten. Einmal haben wir hier einen Zimtbasilikum, den normalen Genova-Basilikum, Bubikopf-Basilikum, den ich jetzt hier dann in die Lücke reinfüllen werde. Hier habe ich auch nochmal den ganz normalen, schnöden Genova-Basilikum. Hier haben wir den Christmas-Basilikum, das ist ein Neuaussaat. Und dann hier haben wir den Green Pepper-Basilikum. Den habe ich, die Sorten hier, die habe ich im Frühjahr auch ausgesät. Die hatten tierische Probleme mit Spinnmilben. Und durch die Spritzmittelbehandlung mit Neem haben die doch ein bisschen stark das Wachstum zurückgestellt, wie ich den Eindruck hatte. Irgendwann habe ich mir gedacht, hey, ich habe keine Lust mehr mit diesen Spinnmilben und diesem ganzen Generve. Ich stelle es einfach raus auf die Terrasse. Habe mir gedacht, wenn es eingeht, geht es halt ein. Ich habe da echt keine Lust mehr. Und da die relativ nah bei den anderen Pflanzen standen und durch das Gießen natürlich dann auch bewässert wurden, hat sich früher oder später gezeigt, dass sie sich dann doch entwickeln und dann langsam richtig schöne Pflänzchen wieder geben. Das heißt hier, da ist es jetzt schon längst Zeit, dass ich sie umtopfe. Hier bei dem kräuselig wachsenden, genau grüne Krause-Basilikum, den werde ich auch demnächst umtopfen. Und der Green Pepper steht ja schon im eigenen Topf, aber man sieht hier, treiben auch schon die Wurzeln deutlich aus. Dieser Basilikum hier, das ist der African Spice Basilikum. Man sieht, der ist noch sehr, sehr, sehr zurück in der Entwicklung. Da wird es sich schon fast erlohnen, wenn man sagt, okay, weg mit Neuaussehen. Allerdings, sage ich mal, sind die jetzt im Entwicklungsstand von Sämlingen innerhalb von 1 bis 2 Wochen. Kann man auch weiter kultivieren, wenn einen das jetzt nicht stört und man jetzt sich keinen Stress machen möchte mit einer sauberen Aussaat. Saubere Aussaat meine ich damit, oder frische Aussaat, einfach, dass man die sich nochmal an kontinuierlich bessere Witterungsbedingungen zur Aussaat bewegt. Also sprich, nicht die, die im Wachstum stagnierten, zurückgeblieben sind, sondern einfach frisch aussehen. Ein neuer Start sozusagen. Genau. Hier im Hintergrund haben wir einen roten Basilikum. Dann haben wir hier auch wieder ein Bubikopf-Basilikum und noch ein Thai-Basilikum. Das Interessante ist, diese Pflanzen stehen hier in der vollen Sonne. Und wie gesagt, draußen hat es momentan locker wieder 30 Grad und die Sonne brennt runter. Ich habe es euch ja in einem anderen Video schon gesagt, dass es wirklich volle Sonnenenergie auf die Pflanzen. Die hier wachsen richtig schön kompakt. Man sieht das auch an den Blättern, wenn die ein bisschen gelber werden, dann haben die durchaus auch mal Trockenstress gehabt. Und die hier sind ein bisschen schattiger, die wachsen natürlich mit etwas größeren Blättern. Die haben grüne Blätter, absolut stressfrei, würde ich jetzt mal sagen. Aber um auf das Thema Sonne und Schatten zu sprechen zu kommen, hier haben wir einen Bubikopf, der wächst eher im schattigen Bereich. Hier haben wir einen Bubikopf, der in der vollen Sonne wächst. Und man sieht schon eindeutig die signifikanten Unterschiede. Und zwar der hier ist viel stärker verzweigt, deutlich kompakter. Und der hier ist, hat im Verhältnis überwiegend größere Blätter und ist nicht so extrem verzweigt und kompakt. Hat allerdings schon einen Blütentrieb, was bei dem noch nicht der Fall ist. Beide Pflanzen sind etwa gleich alt. Ja, genau, dann stehe ich das wieder zurück. Die hier noch im Topf stehen, stehen deswegen da, weil ich nehme es mal weg. Hier ist eine ziemliche Lücke drin.
Die werde ich dann mit den Pflanzen stopfen. Ich habe ja gesagt, ich möchte ein bisschen die Pflanzen pflegen. Was man hier sehen kann, teilweise sind die ja schon recht verholzt. Und das heißt, die Pflanzen haben sich jetzt schon recht gut etabliert. Sieht man auch hier an dieser Pflanze. Und was man jetzt machen sollte, dass man einfach noch mehr Seitentriebe bekommt. Auf die Blüten legt man hier eher weniger Wert, ist vom Prinzip die Blüten abzuzwicken und einzusammeln. Man kann die auch zum Kochen nutzen, sind ein bisschen härter als die Blätter natürlich. Die Blätter sind deutlich zarter. Vom Prinzip muss man hier auch gar nicht so vorsichtig vorgehen. Man kann auch ein bisschen grober sein und kann die dann einfach rausbrechen. Während ich das jetzt so mache, erkläre ich euch noch, was man natürlich noch machen kann. Wenn der Basilikum sich ganz gut etabliert hat und man richtig viel Kraut, wo packe ich das jetzt hin? Habe ich einen Teller vergessen? Packe ich das einfach mal hier hin. Wenn der Basilikum jetzt relativ viel Kraut hat, teilweise auch schon hier unten am Stamm austreibt, wäre es nicht einmal so dramatisch, wenn man ihn radikal zurückschneidet. Dann könnte man zum einen die Triebe oben als Steckling nutzen, also einfach in ein Wasserglas stellen, Wurzeln schlagen lassen, einpflanzen oder aber schauen, dass die ganzen Pflanzen deutlich kompakter bleiben. Hier gilt allerdings auch, wie bei so gut wie allen Pflanzen, je stärker ihr eine Pflanze zurückschneidet, umso stärker treibt sie da aus. Das heißt, wenn ihr hier bloß ein bisschen fein schneidet, werden viele Seitentriebe austreiben. Wenn ihr radikal zurückschneidet, wird sich wieder ein Haupttrieb oder zwei Haupttriebe bilden, die dann stark nach oben wachsen. Das ist sozusagen wie wenn ihr boxt. Je stärker ihr euren Gegner schlägt, umso stärker kriegt ihr das wieder zurück. Oder dieser Spruch, wie es in den Wald reinschallt, so schallt es wieder zurück. Ne? So, vom Prinzip, wie ich schon sagte, einfach die Blüttriebe herauskneifen. Oder wenn ihr euch das Ganze einfach ein bisschen einfach machen wollt, dann brecht ihr schon die Triebe oben ab, wo die Blütentriebe dran sind. Das ist auch nicht so dramatisch, denn man hat ja hier relativ viel Pflanzenmasse. Man spart sich zum einen auch das Herauszupfeln von den Seitentrieben, wo Blütentriebe dran sind. Und erspart sich wirklich sehr, sehr viel Arbeitsaufwand. Und das Ganze soll ja letztendlich nicht in Arbeit ausarten, sondern das soll ja schnell und kompakt gehen. Und vom Prinzip her, ihr seht das schon, das ist ja alles Pflanzenmasse, die man zum Kochen nutzen kann. Vom Prinzip her könnt ihr das jedes Mal machen. Also ab dem Stadium, wo die dann Blüten haben, könnt ihr nicht vorher schon ernten, einzelne Blätter. Aber ab dem Stadium, wo dann die Blütentriebe kommen, könnt ihr radikal oben alles abpflücken, das an den Rest in Salat oder in Kochtopf schmeißen und fertig. Oh, der riecht so nach Zitrone. Dann ist das doch der Zitronenbasilikum. Da muss ich korrigieren. Kein Zimtbasilikum, Zitronenbasilikum. Oh, das riecht echt sehr Zitrusseifenlastig fast schon. Den lege ich jetzt auch hier hin. Und dann kann man hier einfach weiter voranschreiten. Seht ihr, und jetzt bricht hier zum Beispiel ein Ast ab. Das ist jetzt gar nicht wirklich dramatisch, sondern ihr macht einfach bloß rigoros weiter. Und der Basilikum wird sich entsprechend entwickeln. Genau. Ihr könnt das auch als Vergleich nehmen, wenn ihr zum Friseur geht und euch mal die Haare radikal zurückschneiden lasst. Dann bekommt ihr dadurch auch nicht zwangsläufig Haarausfall, sondern es werden einfach neue Haare wachsen. Wenn man hier so einen Balkonkasten dann ausputzt, was ich empfehle, dass man das regelmäßig macht, einmal, dass man Botrytisbefall vermeidet, indem alte Teile unten sind und vertrocknet, kann man auch so alte Basilikumpflänzchen herausrupfen und vom Prinzip ist dann hier schon mal die Seite, na Quatsch, ist ja die Seite schon vom Prinzip her so gut wie gepflegt, noch ein bisschen abzupfen und dann passt das Ganze schon. Und dann werden die Seitentriebe durch die Apikaldominanz, und was das ist, werde ich euch in dem nächsten Video erklären, gleich wieder angetrieben und motiviert zum Heranwachsen und dann können die Basilikumpflanzen weiter wachsen. Ich werde jetzt, nicht in dem Video, ich mache auch kein anderes Video, ist ja Quatsch, wenn ich euch zeige, wie man Blüten abknipst, das habt ihr jetzt gesehen. Ich werde jetzt alle Basilikumpflanzen radikal zurücktrimmen und dann sich weiterentwickeln lassen. Und was
aus dem Basilikumbaum-Thema geworden ist, zeige ich euch im nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Ansonsten, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, wäre super, wenn ihr es macht. Teilt den Kanal gerne mit euren Freunden. Würde mich freuen, wenn ihr Ideen und Kommentare, Kritik, Anregungen und Fragen habt. Schreibt das gerne runter in die Kommentare. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank you.